Ich zeige Ihnen hier eine Anwendung der E-Gebärde mit den Beinen, wie wir sie zum Beispiel in unserem Übungsset gegen Überaktivität und Kontrollverlust einsetzen. Bei der rhythmischen Ausführung des E tasten wir zuerst in den umgebenden Raum und spüren seine Lebendigkeit bis in unserem ganzen Körper. Dann führen wir diese Energie von links und rechts zusammen und durchstrahlen die Arme vom Herzen aus weit in die gegenüberliegenden Seiten hinein. Dann spüren wir, dass der äußere Arm nach innen kommt und der innere nach außen geht und nehmen diesen Druckpunkt wahr. Wenn dann dieser Druckpunkt noch im Herzen seine Spiegelung findet, wird er zur inneren Kraftquelle in dieser Gebärde. Jetzt machen wir das E mit den Beinen. Wir spüren in diesen aktiven Raum hinaus mit einem Bein, führen dann den Unterschenkel etwas über Kniehöhe zur Kreuzung und strahlen durch das Bein hinüber auf die andere Seite. Das machen wir, indem wir vom Herz aus nach unten spüren, in unser Körperzentrum hinein und von dort aus weitergehen und das Bein durchstrahlen. Wenn wir den Druckpunkt spüren, drückt das unser Standbein nach hinten. Das verwurzelt sich dadurch stärker nach unten und umgekehrt steigt ein Gegenstrom von unten auf, der den Herzraum von innen her erfüllt und stärkt. Achten Sie darauf, dass Sie die Übung nicht äußerlich machen und das Bein nicht willentlich nach hinten drücken, sondern dass die Quelle für diese Bewegung das Durchstrahlen des Beines ist und dadurch der natürliche Strom von unten kommt und zur Kraftquelle für die Körperempfindungen werden kann. Machen Sie jetzt mehrere E mit den Beinen hintereinander, jeweils mit einem Schritt dazwischen. Hinausspüren, heranführen, durchstrahlen, die Wirkung empfangen, stabil werden. Und machen Sie dann dasselbe rückwärts nach hinten. Es geht ja bei dieser Übung nicht darum, das Gleichgewicht zu üben, sondern von diesen Kräften, die man hinunterschickt, so zu profitieren, dass sie einen innerlich stärken. Und da stört es nur, wenn sie ums Gleichgewicht kämpfen müssen. Besser eine Hand an der Wand und ganz in Ruhe sich auf den Prozess konzentrieren können. Legen Sie die Finger an die Wand und bilden Sie dann ganz in Ruhe unten die Kreuzung, durchstrahlen Sie sie, bis die Wirkung kommt. Machen Sie den Schritt, platzieren Sie die Hände neu. Wenn Sie einmal keine Wand zur Verfügung haben, dann stellen Sie sich einfach eine vor. Nehmen Sie die Hand, halten Sie sie an die vorgestellte Wand, drücken Sie relativ kräftig dagegen. Und machen Sie dann die Übung. Durchstrahlen, stabil werden. Die Hand benutzen, durchstrahlen, stabil werden. Sie werden erstaunt sein, wie diese Wand Ihnen helfen kann.
Nachdem Sie die Übung einige Male mit den Beinen gemacht haben, nehmen Sie die Arme dazu. Aber kombinieren Sie nicht einfach die Arm- und die Beinbewegung und machen die Beinbewegung und die Armbewegung, sondern versuchen Sie das so auszuführen, dass zum Schluss die Gebärde der Arme ihre Energie aus den Beinen bekommt. Gemeinsam bilden, die Beine durchstrahlen, die Wirkung bekommen und jetzt mit dieser Energie die Arme durchstrahlen. Stabil und ruhig werden. Lösen, Schritt. Ausholen, kreuzen, unten durchstrahlen und die Wirkung weitergehen lassen in die Arme. Stabil werden. Wenn Sie sich mit Hilfe des E mit den Beinen nach unten verwurzeln und Ihre Ausdruckskraft der Gebärde und Ihre Stabilität von dort her bekommen, wird Ihre Mitte frei, kraftvoll und Sie bekommen einen großen, lichten Umkreis.